Seid gegrüßt, Leute. Ein weiteres FTS-Craft-Video. Mein Name ist Maskwon und heute werde ich euch ein weiteres Gebäude von unserem schönen Marktplatz hier rundherum ist er vorstellen. Und zwar handelt es sich um dieses Gebäude hier. Sehr ignoriert von der Community. Eigentlich ein sehr wichtiges, schönes Gebäude, dessen Nutzen eigentlich sinnvoll ist. Wir haben hier nämlich das Weltgericht und ja, wir betreten es einfach mal und ich zeige euch, was es hier so zu entdecken gibt. Erstmal hier, relativ simpel gehalten, ein Raum, bisschen grau und depressiv macht das hier schon fast, wenn man sich hier aufhalten muss in diesem Warteraum. Ein paar Bücherregale, ein paar Pflanzen. Eigentlich jetzt nichts so Spektakuläres. Da wird unser Innenarchitekt, denke ich, doch nochmal ein bisschen nachrüsten. Vielleicht fällt dem da schon noch was ein. Und ja, der Innenarchitekt wird das hier, denke ich, doch richten können. Naja, hier gibt es ein paar Schilder aufzuhängen für einen unerzogenen Spielern, die gegen diverse Regeln verstoßen haben, die irgendwie die auffällig werden, unerzogenes Verhalten an den Tag legen, kann man hier aushängen. Und Gott sei Dank ist das hier nicht so oft der Fall, aber es soll ja Spieler geben, die dann sich nicht an Regeln halten wollen. Hier ist der Gerichtssaal und hier kann man für einen Bann abstimmen. Man kann hier also den Raum betreten. Wenn eine Rechtsverhandlung ist, bleibt der natürlich hier geschlossen. Und ja, hier sind ein paar Sitzbänke, relativ viel Platz. Hier ist der Angeklagte, der sich verteidigen muss, Zeugen und so weiter, die sich hier dann vor dem Richter verantworten müssen. Dieser bin ich. Und ja, ich höre mir das dann natürlich an, während andere hier sich diese Verhandlung anschauen können. Speziell, was man hier jetzt machen kann, ist nämlich für einen Bann zu stimmen. Aber nicht nur das, sondern auch Reports kann man hier schreiben. Wie das mit den Bans aussieht, werde ich gleich noch zu sagen, aber ich möchte euch erstmal hier auch zeigen, wie ihr zum Beispiel Spieler melden könnt. Und zwar geht ihr hierfür einfach in diesen Trichter rein. Ich werde mir jetzt ein Buch cheaten. So. Mache so. Schreibe ich jetzt zum Beispiel rein. Spieler. Nee, wir sind im Mittelalter. Also Bürger. Keine Ahnung. Maskwon zum Beispiel. Hat mich mit Narr beleidigt. So. Das kann dann signieren. Da schreibt man dann seinen Namen hin. Von Muskein steht da ja. Hier schreibt man dann Meldung. Und schreibt und schmeißt das dann hier einfach rein. Dieses Trichtersystem findet dann sein Ende hier. Irgendwann, ja genau hier. So, und dann werde ich mir das auch mal angucken und werde mir dann so eure Meldungen mal anschauen. Und das mache ich wöchentlich eigentlich. Und ja, dann könnt ihr da gerne auch eure Beschwerden, wenn ich jetzt mal nicht zu erreichen sein sollte oder auch ein Mod nicht zu erreichen sein sollte oder ihr direkt zu mir Kontakt aufnehmen möchtet, könnt ihr sehr gerne hier dieses Trichtersystem nutzen, um euren Report, eure Meldung einem anderen Spieler gegenüber zu äußern und ihn gegebenenfalls auch vor Gericht zu ziehen und ja, dieser Spieler wird dann zu Geldstrafen oder sonstiges verurteilt. So, ich möchte mal weitergehen und zwar hoch und dort kommen wir nämlich zu einem weiteren Raum, der mehr an Relevanz hat. So, gibt es einmal hier das Büro vom Richter und einmal hier natürlich den Balkon, extra für mich. Ja, ich habe es noch nicht eingerichtet, das ist hier natürlich nicht meine richtige Residenz. Vielleicht lasse ich mir das auch einrichten von Steuergeldern, ich werde es mir auf jeden Fall mal durch den Kopf gehen lassen.
Und ja, hier gibt es halt noch einzelne Räume. Da wissen wir auch noch nicht so ganz, was wir da reinmachen. Und hier oben geht es auch noch weiter. Hier ist halt auch absolut noch nichts. Aber wenn ihr jetzt auf dem, wenn ihr dieses Video schaut, dann schaut doch mal hier oben, ob da sich schon was gemacht hat. Wenn ihr Ideen habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare, was man noch reinbauen könnte. Lasst mich da auf jeden Fall wissen, was ich an den Innenarchitekt weitergeben kann. So, hier ist der Abstimmungsraum. Und ja, der ist natürlich sehr interessant. Es wird dann eine These an die Wand genagelt. Zum Beispiel, ich mache das jetzt mal anhand eines Beispiels. Wenn das zum Beispiel soll der Bürger Moskwon des Landes, ja, des Land, ich kürze es mal ab, des Landes erwiesen werden. Ach Gott. So. So. Dann könnt ihr hier jetzt entscheiden, ob es tatsächlich so sein soll oder nicht. Und zwar macht ihr dann für blau, wenn ihr für ja seid. Keine Ahnung, angenommen, es drücken jetzt mal drei Leute hier drauf und zwei Leute würden auf nein klicken. Oder vier oder fünf oder keine Ahnung, wie viel auch immer man, wie auch immer man das machen kann. Und ja, dass wir dann auch anhand dieses Trichtersystems unten in dieser Kiste rauskommen und anhand dessen können dann auch die Stimmen entsprechend ausgewertet werden. Und ja, ist auf jeden Fall sehr lustig. Ich meine, das sind ja hier schon Hochadelsangelegenheiten. Spieler des Landes zu verweisen, werden wahrscheinlich jetzt nicht kommen, weil dann, keine Ahnung, ist ja klar, wenn jetzt ein Kumpel zum Beispiel cheatet und dieser Kumpel ist in der Stadt mit 10 Leuten, die werden natürlich alle sagen, nicht bannen. Das wäre natürlich nicht demokratisch und das wäre halt nicht unabhängig entschieden. Ich denke, wenn es hier um Beleidigungen geht oder um irgendwelche Geldstrafen oder irgendwelche stadtinternen Angelegenheiten oder sowas, das wird auf jeden Fall hier im Weltgericht geklärt, wenn es große Probleme gibt. Demnach wird auch das Team befragt von dem Hochadel und natürlich auch gegebenenfalls, wenn sich Leute darauf einlassen, natürlich auch ihr könnt dann auch mitentscheiden. Deswegen, und dieses Weltgericht, denke ich, ist eigentlich eine ganz coole Idee. War ja eine der großen Neuerungen, die angekündigt wurden damals beim Server Reset. Und ja, entsprechend, ich mache mal kurz den Chat aus, habe ich voll vergessen. Und ja, dementsprechend finde ich, wie gesagt, also ich finde die Idee echt cool. Also zum Beispiel, wenn ich mich jetzt, es ist halt auch Roleplay, wenn ich mich da integrieren könnte, im Roleplay irgendwelche Gerichtsverfahren als Zeuge irgendwie auszusagen oder als Angeklagter selber vor Gericht zu stehen. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es echt nice. Deswegen, also, wir haben ja damals gesagt, FDScraft ist ja ein Projekt, weil was Dinge macht, die wir selber gut finden. Also zum Beispiel, ich finde halt Roleplay, Minecraft das Geilste, was es gibt. Deswegen natürlich auch so ein Roleplay-Server, der so krass auf Roleplay abgespielt ist. Wo man ja wirklich alles machen kann. Also hier ist ja, naja, alles steht einem frei. Man kann hier halt einen Geheimdienst gründen, einen geheimen Okkult, irgendwelche. Man kann hier einfach alles machen. Also, man sieht hier jetzt, sind auch die Votes rausgekommen. Blau 4, Rot 4. Das halt wäre jetzt ein Gleichstand. Aber ich denke, ihr habt ja verstanden, wie das hier vonstatten geht. So. Ich zeige euch das Gebäude nochmal hier von komplett ringsherum. Och Gott, hier sind ja die Barrieren. Stimmt ja. So, hier. Hier fängt schon die Brauerei an, die werde ich auch in einem weiteren Video vorstellen. Und ja, das war es jetzt erstmal vom Weltgericht. Es kann sein, dass sich immer hier was verändert am Design, kleine Änderungen oder auch mehr oder weniger große Änderungen. Wie gesagt, die Innenarchitektur ist natürlich noch sehr, sehr dünne hier. Wird auf jeden Fall, denke ich, doch auch abgedatet. Ich werde auch vielleicht mal ein neues Video machen, wenn es vielleicht auch neue Funktionen gibt. Wie gesagt, hier oben kann man ja auf jeden Fall noch neue Funktionen einbringen. Schreibt es, wie gesagt, gerne in die Kommentare, was euch hier irgendwie
Inspiration geben würde, um hier vielleicht auch mal am Gericht teilzunehmen. So, ansonsten war es das. Mask One FTS Craft. Ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit und verabscheue mich. GG.